Mehmet Scholl, Europameister, Champions League-Sieger, Bayern-Legende. Wir waren die Extrovertierten. Also Carsten sagt ja, ich war ja angeblich Kreativspieler. Es gibt immer zwei Kategorien. Anführer und die Kreativen. Die verstehen sich nicht. Und dann kommen die Normalen. Mittlerweile kommen nur noch die Normalen oben an. Die anderen werden aussortiert. Mit Privatjet und mit der Gang und so. Das sind sie nicht. In deinem Sinne warst du kreativ. Wenn du halt deinen Gegner Huckepack genommen hast, hast du ihn im Strafraum umgedreht und bist draufgefallen. Es ist viel einfacher. Was beim FC Bayern stattfindet, und zwar täglich, ist eine Erziehung zum Gewinnen. Der Carsten wird mir recht geben, eine Ribéry, ein Robben, müssten nicht mehr so rennen. Aber sie rennen, weil sie gewinnen wollen. Ob es bei Bayern reicht, ob du das Level schaffst. Es ist exakt so, wie der Carsten sagt. McManaman hat mich umgemäht und ich hatte die Bänder kaputt. Innen, außen. Du hättest wahrscheinlich auch nie gedacht, dass wir beide mal den gleichen Friseur haben. 70.000 eigene Fans haben gepfiffen. Und ich habe gesagt, und ihr könnt mich jetzt mal alle, ich gebe keinen Ball ab. Ich gebe den Ball nicht her. Ich kenne die Trainerausbildung. Ich habe sie selber durchlaufen. Das ist eine Katastrophe. Dieser Respekt, diese Angst in so einem Spiel. Es war halt so. Ich habe mich aber auch nie selber so gesehen. Natürlich, ich bin ein geiler Typ. Das weiß ich selber. Genau, gestern war ich eitel. Heute weiß ich, dass ich gut aussehe. Herzlich willkommen zu My Podcasten. Folge Nummer 6 mittlerweile. Früher gab es die Lieblingsserie, mittlerweile hat man Lieblingspodcasts. Podcasts. Und da kommen wir ins Spiel. Herzlich willkommen heute mit einem Weltstar, wieder mal. Wieder mal. Mit einem deiner besten Mitspieler. Gehört dazu, auf jeden Fall. Mehmet Scholl, Europameister, Champions League-Sieger, Bayern-Legende. Was war Mehmet Scholl für ein Mensch? Sehr ehrlich und geradeaus. Ja. Und das hat ihn ausgezeichnet. Fußballerisch? Sehr flink auf den Beinen. Gutes Spielverständnis. Also er hat die Situation sehr gut erkannt, wo einer frei steht oder wann er es mal alleine. Manchmal hat das natürlich auch übertrieben, aber ein gewisser Egoismus gehört dazu. Aber es hat Spaß gemacht, ihm zusammenzuspielen. Bevor wir hören, was Mehmet Scholl über dich sagt. Ja. Zwei Fanfragen. Okay. Wir haben natürlich mal wieder ein paar Fragen eingeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle und nochmals, wie immer, die Erinnerung. Schreibt uns eure Fragen und wir werden sie beantworten. Ja, so gut es geht. Und wenn ihr auch Fragen an Kevin zum Beispiel habt, schreibt sie uns. Ja, okay. Der Philipp hat geschrieben, Jupp Heynckes hat Kendo, Neymar hat Poker, hat Carsten auch Haustiere? Ja, ehrlich jetzt? Ja. Das ist die Frage? Ja, das ist die Frage. Ja, ich habe zwei Haustiere, zwei Katzen. Die Leute wollen dich kennenlernen. Ja, ja. Wir haben zwei Haustiere, zwei Katzen. Wie heißen die? Charlie und Amy. Hast du gerade überlegen müssen? Nein. Okay, gut. Eine Frage kam noch von Luke33, eine Frage an Carsten. Was pflegt er vor einem großen Spiel zu tun, um zu fokussieren? Beziehungsweise was ging dir da durch den Kopf? Sich auf das, schon auf die Situation, auf das Spiel vorzubereiten, die Abläufe, ob es jetzt beim Essen ist, vernünftig zu essen, schlafen, einen Tag vorher Schädel rasieren, also mit der Maschine. Ja. Und einfach auf dass am nächsten Tag ich die Leistung abrufen muss. Lustig, der Luke hat gerade nochmal geschrieben, das reicht ihm als Antwort nicht. Okay. Wir wollen wirklich deinen Ablauf. Wie hast du dich nochmal speziell motivieren können vor einem Spiel? Hast du immer einen fixen Ablauf gehabt? Okay, ich komme mal in die Kabine und mache das und das. Im Endeffekt habe ich einen fixen Ablauf gehabt. Was war das? Also reinkommen, Sachen ausziehen, einen gewissen Teil der Klamotten anziehen. Dann haben wir ein bisschen in der Dusche Ball hochhalten gespielt und dann fertig machen fürs Warmmachen. Und da war ein dicker Spleen, dass ich den rechten Schuh als erstes angezogen habe. Beim Warm-up. Aber den linken nicht vergessen. Nein, absolut nicht. Beim Warm-up, da denke ich mir immer wieder, geben Sie sich da gerade Mühe? Also wollen Sie sich wirklich gescheit aufwärmen oder ist es nur so ein lockeres Reinkommen? Oder ich glaube, natürlich hast du ein Programm, was du mit der Mannschaft, einige machen es jetzt so, dass du 10 Minuten frei hast und dann in das Gemeinschaftliche gehst, aber selbst das machst du individuell. Du weißt, was du dann irgendwann brauchst. Wir haben die Fragen beantwortet, tatsächlich. Ja, ich habe eine Frage an dich. Okay. Wie heißt der Stuhl? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss auch gar nicht auf die Karte schauen, weil ich weiß, dass es Yves Lobby Chair ES104 ist. Zu sehen auch in der YouTube-Description. Gut, dass du fragst, weil ich hätte es natürlich nicht vergessen. Also
Immer wieder ein anderer Stuhl. Ja, ja. Also ich finde den ganz weit vorne von den Stühlen, die wir bis jetzt hatten. Ja, du hast gesagt, das sitzt so angenehm. Ja, ich sitze ja angenehm, ja. So richtig ja schön, ja gut. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen, denn es geht weiterhin auch um eure Fragen da draußen. Und bitte seid so lieb und schickt uns noch ein paar, weil wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Deswegen brauchen wir auch eure Fragen weiter. Und jetzt mal ohne ablesen, wie heißt der Stuhl? Ja, genau. Okay. Ims Lobbychair, ES104. Bam. Yeah. So, und jetzt holen wir einen anderen Maestro dazu. Jetzt holen wir Mehmet. Okay. Hallo, Scholli, herzlich willkommen bei MyPodcasten. Das ist Kevin, Mehmet hey, Scholl. Kevin. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Mehmet. Yeah. Ihr zwei habt euch tatsächlich schon lange nicht gesehen, habe ich mitbekommen. Carsten, wann war das letzte Mal? Du hast mich besucht, da habe ich die Amateure trainiert, glaube ich, vor 5 Jahren. Ah, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich hatte die Hospitation für meine UEFA Pro-Lizenz, stimmt. Okay. Da war ich unten in der Kabine. Da war nur eine halbe Stunde. Ja, ja. Ihr habt 6 Jahre miteinander gespielt bei den Bayern. Mehmet, ihr habt den Carsten davor gefragt, jetzt frage ich dich andersrum. Was sagst denn du zum Carsten als Mensch und als Fußballer? Schau, da muss er selber schon lachen. Also pass auf, es ist relativ simpel. Als Kartenspieler eine komplette Niete. Ja. Er hat auf Kopf gelernt, aber nicht wirklich gelernt. Na. Als Mitspieler grandios. Also wenn du so einen in der Mannschaft hast, der so ein Typ ist, der so eine Wucht mitbringt, so eine Präsenz, der dem Gegner auch Angst macht. Ja, hast du, Carsten. Du bist 2 Meter, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Im Training, ich habe immer schauen müssen, wo ist er? Ist er um die Ecke? Weil er war gefährlich. Und das war aber, wie soll ich sagen, das war für unsere Mannschaft Gold wert als Mitspieler. Ich glaube, Carsten, ganz ehrlich, also wir hatten jetzt nicht den besten Draht zueinander, aber auch nicht den schlechtesten. Aber ich habe seine Kinder immer geliebt, wenn die in die Kabine kamen. Also das war uns komischerweise auch so ein Ding. Egal, ob du den Mitspieler, ob du eng warst mit ihm, ob du ihn leiden konntest, wenn die Kinder kamen. Also ich kann mich erinnern, du hast den Lukas auch immer verarscht. Du hast ihm sogar einen Ball an den Kopf geschossen aus 20 Metern. Schau, da musst du selber lachen. Ja, das ist ja klein. Erziehung. Erziehung, genau. Ja. Da ist man untereinander nicht böse. Und ich muss sagen, ich war glücklich, dass ich den in der Mannschaft hatte. Und vor allen Dingen, was man immer unterschätzt hat beim Carsten, der war sauschnell. Aufgrund seiner Größe hat es anders gewirkt, aber der war sauschnell. Also du konntest ihn immer einsetzen. Der hat die Gegner huckepack genommen und grandios. Also besserer Stürmer war nur einer, das weißt du, gell? Giovanni und Lever, würde ich sagen. In unserer Zeit, Giovanni. Ja. Der war noch ein Ticken besser. Aber die Kombi mit Giovanni und Carsten war wahrscheinlich auch nicht so schlecht mit dir dahinter. Boah, unglaublich. Also wir hatten ja Zeiten, da hatte der Carsten hat die Gegner beschäftigt, hat sie mitgenommen auf die Reise, also Huckepack. Und der Giovanni hatte eine Zeit, da hat er mit jedem zweiten Ballkontakt war eine Torchance. Weißt du noch, Carsten? Das war unglaublich. Und wir waren einfach eine geile Truppe. Also auch heute noch. Ich freue mich total, dich zu sehen. Aber wir waren nicht immer einer Meinung. Also ganz ehrlich nicht. Also wir hatten Viecher in der Mannschaft. Effenberg, Kahn, Matthäus. Dann haben wir Sianka gehabt. Wie war denn der Carsten? War der Carsten ein ruhigerer oder ein lauterer Spieler? Gut, das kann ich gar nicht so genau sagen. Er war wuchtiger Typ einfach, auch als Charakter. Immer wuchtig. In alle Richtungen. Also körperlich und auch so. Aber das war in Ordnung. Also haben wir gebraucht. Und jetzt hast du ein paar Mal schon erwähnt, ihr wart eine Einheit. Aber ich höre immer wieder raus, auch generell im Fußballbusiness, die allergrößten Freunde war man nicht. Man war Fußballkollegen. Braucht es das? Ja. Wobei, Kevin, ganz kurz, da muss ich widersprechen. Es gab Kollegen, die waren wirklich richtig gut untereinander befreundet. Richtig gut. Ich meine, du warst mit Effe, glaube ich mal, sehr eng. Und das hatte ich in der Form nicht. Ich galt immer so ein bisschen als seltsam. Darüber werden wir genauer reden. Seltsam, das genau, ist... Carsten, also, nein, ich würde jetzt sagen, nicht seltsam. Also noch einmal, danke für die Dankesrede. Aber es war natürlich auch geil, mit dem Scholli zusammenzuspielen. Ja? Also mit seinen kurzen Bewegungen. Und bei aller Technik oder Kreativität, die er gehabt hat,
war das, was ihn, finde ich, das, was den Mehmet ausgezeichnet hat, dass er trotzdem dann einfach, und einfach ist manchmal das Schwierigste. Und wenn der Scholli gedacht hat, der Pass ist der richtige und der ist zu einfach, also sieht jetzt nicht super toll aus, hat er den gespielt. Ich kann mich, wir haben vorhin über diese Szene... Und wir haben, noch einmal, der Scholli hat mit allem recht, aber ich sage halt, wenn wir dann auf den Platz gegangen sind, dann sind wir marschiert. Richtig, also es gab ja sogar Jahre, wo Olli Kahn neben mir saß und mich nicht mehr begrüßt hat morgens. Aber wenn wir alle auf dem Platz waren, ja, wir waren Kassen, das ist wirklich jetzt mit noch mehr Abstand, wir waren schon eine coole Truppe. Aber ein Sammelsurium an Individuen, die alle ihre eigene Geschichte hatten, das war so interessant zusammengewürfelt. Und dann brauchst du natürlich einen Trainer wie Ottmar Hitzfeld, der das zusammenpacken kann. Und das waren wir. Ja, ich finde ja, dass es ihn ausgezeichnet, dass er uns zusammengepackt hat. Dann hat er ja angefangen mit dieser Rotationsgeschichte und uns dann aber auch gelassen hat. Wo wir ja nach neun und... Carsten, du bist ja jetzt selber Trainer, ja. Du hast die Lizenz. Das Wichtigste für uns war, er hat uns vertraut, aber wir ihm natürlich auch. Aber bei so vielen starken Charakteren, und die gibt es ja heute im Fußball noch immer, beziehungsweise sind alle noch mal extrovertierter geworden. Wie schafft man es als Trainer vor allem? Oh, du schützt falsch, Kevin. Okay. Die sind nicht extrovertierter geworden. Die tragen mehr nach außen. Wir waren die Extrovertierten. Das ist alles, was da nach außen getragen wird, gerade auch in der heutigen Zeit. Mit Privatjet und mit der Gang und so. Das sind sie nicht. Die haben, da ist nicht so viel dahinter, auch an Geschichte, wo man sagen kann, das ist jetzt interessant. Ich habe eine spannende Aussage von dir gelesen gestern noch. Das sind Menschen, die jemand sein wollen, aber noch niemand sind, deswegen dieses Gehabe. Fand ich ganz spannend. Genau so ist es. Aber das merkst du doch jetzt auch an den Ergebnissen, an der Spielweise auch in der Bundesliga. Wenn es eng wird, schreien sie nach Mama. Und Jogi Löw, der jetzt in der Kritik steht, der badet das aus. Der badet gerade aus, dass in der Jugend quasi, ich habe vorhin die Themen durchgelesen und da ging es um Kreativität. Leute, es gibt drei verschiedene Spielertypen. Es gibt Kreative, nehmen wir als Beispiel Ribéry, Robben. Es gibt Mannschaftsspieler und es gibt Führungsspieler wie Efe Kahn und Matthäus, diese Alpha-Tiere. So, was passiert in der Jugend? Die Kreativen, die sind immer unangenehm. Immer. Warum wundern wir uns, dass ein Ribéry auf dem Platz verrückte Sachen macht und im Privatleben macht das Gleiche und dann sagen alle, ja, das geht aber jetzt nicht. Es funktioniert nicht. Also so ein gewisser Touch-Wahnsinn, ja, dann kommen die Alpha-Tiere und dann kommen die Normalen. Mittlerweile kommen nur noch die Normalen oben an. Die anderen werden aussortiert. Der unbequeme Führungsspieler, raus. Der Kreative, der Unsinn macht im Privatleben, raus. Und dann kommt eben eine Masse an Spielern oben an, so wie wir es jetzt haben. Okay, bin ich zum Teil bei dir, weil ich war ja selber im Nachwuchs, Nachwuchsmanager tätig, dass das in die Richtung gegangen ist oder auch geht, weil du machst dann Vorbereitungen für die Interviews, wie sie sich vergeben sollen. Aber du warst jetzt dann, glaube ich, 3 Jahre bei der zweiten Mannschaft. Hast du versucht, dagegen zu wirken bei Bayern? Nein. Ich habe es genau anders gemacht. Also entgegen der öffentlichen Meinung in den Medien waren das wahnsinnig erfolgreiche Jahre, beide im Nachwuchs. Und da sind Spieler drin gewesen, Carsten, Pierre-Emil Heuberg, Alessandro Schöpf. So, die heute Nationalspieler sind, aber die waren 16. So, was denen gefehlt hat, war Erziehung. Was bedeutet es zu gewinnen? Und was ich gemacht habe, auch das Individuum versuchen zu erkennen. Also, was habe ich denn für einen Spielertypen vor mir? Einen kreativen Führungsspieler oder einen Mannschaftsspieler? Mannschaftsspieler, Entschuldigung, die sind einfach. Die nimmst du mit. Aber die Kreativen musst du anders anpacken als die Alpha-Tiere, wie Effe und so weiter. Und du, als Beispiel, wenn es eng wurde, dann hat der Carsten, der eigentlich nicht so laut war auf dem Platz, aber dann hat der das in die Hand genommen und hat einen Gegner, darf ich das sagen, auch mal aus den Schuhen treten dürfen. Und er durfte das. Und wir waren alles, wow, geil.
wow, wenn du so einen hast. Und das war der Effe genauso, ohne dass ich jetzt sagen würde, der Carsten war jetzt so ein Alpha-Tier wie der Effe. Das, na, nein, das wäre, na. Aber er war auch nicht kreativ, nein. Nein, du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. In deinem Sinne warst du kreativ. Wenn du halt deinen Gegner Huckepack genommen hast, hast du ihn im Strafraum umgedreht und bist draufgefallen. Und vor allem, wenn man mit dem Effe viel Zeit verbringt, dann nimmt man das umso mehr vielleicht an und mit und überträgt das dann auch. Ja, ist so. Und ich habe wirklich auch, es gibt ja so Spieler, und der Effe war so einer. Und ich bin 11 Monate neben ihm im Kurs gesessen. Und wir haben uns als Spieler gehasst bei Bayern. Kein Wort. Kein Wort. Auf dem Platz, super. Kein Wort. Und wir haben uns richtig kennengelernt. Und ich habe das dann erst dann begriffen, dass für den Effe, und es ist wirklich so, wenn der Ball einen Meter im Aus war im Training, der war drin. Wenn er den Ball hatte, der Ball war drin. Egal, und dann hast du geguckt, ob da irgendwie ein Flackern ist in den Augen oder ob er lügt oder. Nö, das war so. Und das hat ihn, das macht ihn aber auch so großartig. Also auch als Mensch, wir haben uns mittlerweile lieben gelernt. Auf den Effe lasse ich gar nichts kommen. Vor allem war das so ein Mensch, da ich habe auch in der Doku, glaube ich, war das auch in deiner Doku freigespielt. Hat es auch geheißen, ja, Effenberg, so einen Typen im Team zu haben, der dann auch einmal gegen Real Madrid den Roberto Carlos umschnitzt und dann dreht er sich um, als wäre nichts gewesen. Das allein zu sehen, gibt dem Team einfach ein Gefühl der Sicherheit. Kevin, nochmal, der Ball war nicht aus. Ja, ja, absolut nicht. Sicher nicht. So, jetzt mit dem anderen Alpha-Tier, Lothar, bin ich mittlerweile auch gut. Mit Oli Kahn kann ich gar nichts anfangen. Und das weiß er aber auch. Also wir zwei sind... Geht gar nicht. Aber das ist so spannend. Wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten. Du musst ja, also der Scholli hat ja nicht, hat auch schon vorher mit ihm zusammengespielt. Also ich glaube, Scholli, warst du 14 oder 15 Jahre bei Bayern? 11? Okay, 11 und vorher in Karlsruhe mit dem Olli auch schon zusammen. So lange mit Olli. So genau, lange? Und vor allen Dingen, ich will eigentlich so alt werden, wie er aussieht. Das will ich nicht. Das ist, nein, den höre ich heute zum ersten Mal, den Spruch, Scholli. Ja, wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten. Schon gehört. Nein, ganz einfach. Wir kennen uns, seit wir 11 und 13 sind. Und jetzt haben wir das Problem, also Carsten sagt ja, ich war ja angeblich Kreativspieler. Es gibt immer zwei Kategorien, die ein Problem miteinander haben. Die Anspruchsanführer und die Kreativen. Die verstehen sich nicht. Und es ist bis heute so mit Kahn und mir. Er wird jetzt Vorstandsvorsitzender und er könnte auch im Siemens-Vorstand sitzen und es wäre mir scheißegal. Wir haben das so viel angeschnitten, ich muss einen roten Faden reinbringen, weil wir müssen über das alles noch explizit nochmal reden. Ich bleibe jetzt bei den, du hast das DFB angeschnitten, auch darüber müssen wir kurz reden, das ist einfach so, das gehört dazu. Nochmal, das habe ich gehört, nochmal. Wir müssen auch über den DFB reden, auch das gehört dazu, aber das machen wir später. Jetzt will ich bei diesem Thema bleiben, auch mit Oli Kahn und diesen Spielertypen. Das finde ich nämlich so spannend. Du hast gerade gesagt, mit 11 habt ihr euch quasi kennengelernt oder schon zusammengespielt bei Karlsruhe. Ja. Ihr habt euch ein Zimmer geteilt. Ihr habt, in Umkleide nebeneinander gesessen für Jahre. Und du hast selber gesagt, auch in deiner Doku, es gab Zeiten, da habt ihr euch gehasst und kein Wort miteinander geredet. Und es gab Zeiten, da habt ihr einfach nur Witze gerissen und es war die beste Zeit und niemand hat verstanden, warum ihr euch so gut versteht. Und jetzt sagst du wieder, ja, du kannst nicht. Ja. Zunächst. Carsten, ich glaube, da sind wir uns einig, wir waren einfach nur froh, den hinten drin zu haben. Ja, keine Frage. Aber du kannst jetzt gleich dazu antworten. Ja, auch die Charaktere. Also ich glaube, dass der Olli einstellungstechnisch über allem gestanden ist. Also deshalb. Und das hat halt alles gepasst. Und die haben halt nebeneinander gesessen, haben vielleicht nicht miteinander gesprochen, aber... Ich sage, wenn es dann rausging, wir hatten so ein Klima, egal ob es beim Training oder beim Spiel ist, wir sind marschiert. Ja. Richtig. Und genau wie der Carsten sagt, also man muss ja da unterscheiden. Auch wie jetzt bei den Kindern, die die Spieler mitgebracht haben und ob man den Spieler mag. Wir mögen uns nicht und es war auch offen ausgesprochen, aber wenn es auf den Platz ging, also auf Oli Kahn konnte man sich 1000% verlassen und vor allen Dingen, was keiner weiß, Kevin, der hat trainiert. Der hat heute, glaube ich, eine künstliche Hüfte. Ja. Er hat in der Jugend schon trainiert. Das kann man sich nicht vorstellen. Und der hat sich das alles erarbeitet. Und das gilt es immer zu respektieren.
Ich dachte ja, in Österreich... Entschuldige, dass ich unterbreche. Aber das hat uns ja, weil du musst dir halt vorstellen, egal ob du ein Spiel hattest oder ein Torschusstraining, für den war ja jeder Schuss, als wenn es ums Finale ging. Also hat das uns weitergebracht. Wir mussten uns ja anstrengen, ein Tor zu machen. Weil der Scholli wollte gerne Tore schießen, ich wollte gerne Tore schießen. Du musstest ja an dein Limit gehen, um dem Olli eine reinzuhauen. Carsten, sehr gut. Richtig analysiert und noch, ich gehe noch einen Schritt weiter. Was heute auch aufgehört hat, ist, Carsten, wie viele Torabschlüsse hattest du in einem regulären Trainingsspiel? Wenig, wie wir alle. So, wo hast du es dir geholt? Nach dem Training. Nach dem Training, ja. Das dürfen die Kinder nicht mehr heutzutage. Die müssen rein, weil der, weiß ich, Konditionstrainer sagt, das reicht jetzt und Überbelastung und so. Hey, was wir da draußen noch gekickt haben, ich hatte totalen Bock, dem Carsten Flanken hinzuhauen. Und der Carsten hatte total Bock, die zu verwandeln. Und wenn, so der Scholli, wenn der Scholli dann die Flanken hatte, ich noch weniger Abschlüsse als im Training, weil keine Flanke angekommen ist. Ich liebe dich auch. Ja. Nein, aber so war's. Also noch einmal, wir sind draußen geblieben und haben Abschlüsse. Scholli Flanken plus Freistöße. Wie oft Scholli draußen geblieben ist, hat sich die Maxeln, ich glaube, du hast sogar mal ein Gerät gebaut, ne? Da wurde das dann. Ich habe heutzutage sind ja die Mauern alle 1,80. Ja, aber kein Spieler ist mehr 1,80. Weil, wenn er hüpft, der Spieler, und die Mauern springen, sind wir bei 2,10 Meter. Und da habe ich zum Zeugwart gesagt, du baust mir jetzt die Mauer auf 2,10 Meter. Und alle haben mich so blöd angeschaut. So, und dann habe ich aber gelernt, da eine Kurve hinzukriegen, da drüber, wo die Mauer völlig egal ist. Ist egal, was die Mauer macht, die kann auch sogar noch einen Meter näher kommen. Aber ich habe die Kurve hingekriegt. So habe ich das trainiert. Und zwar jeden Tag. Ja, ich kann jeden, fast jeden. Ja, ja. Na, fast abtrainiert. Und ja, es ist so. Und die dürfen das heute nicht mehr. Na, ich habe ja extreme Zeit ja noch mit dem Trapp gehabt. Also wo ich nach jedem Training eine Stunde draußen war und Techniktraining. Das kann ich auch erzählen, der Carsten. Komm hin. Carsten, komm mal her, Carsten. Linker Fuß, langer Ball. Ich bin Stürmer, ich brauche das nicht. Und der Trapp hat sich für jeden so viel Zeit genommen. Der war auch grandios, gell? Ja, ja, also für mich, als wie er mit dem Spielerumgang, ein Wahnsinn. Und wie aber er die, aber Carsten, denk dran, auch ein Riesenschlawine. Keine weißt Frage, du? Aber das hat mich mit am meisten noch weitergebracht. Ich war 21, 22, als ich zu Bayern gekommen bin. Natürlich wollte ich das. Du hast 2 Stunden trainiert und dann noch eine Stunde mit Alexander Zickler Techniktraining. Und wir reden hier von Basics, absolute Basics. Aber das hat mich weitergebracht. Ja, klar. Der war grandios. Was meinst du mit Schlawiner? Warte mal. Oberschlawiner. Also dem konntest du, der war wie ein Papa, dem konntest du auch nicht böse sein. Und dann haben wir, ich kann mich erinnern, eine Geschichte in Portugal, glaube ich, waren wir im Trainingslager. Und wir haben uns vorbereitet aufs Champions League Halbfinale. Gegen, ist auch egal. Und der Trapp saß auf dem Glastisch. Und der Glastisch ist eingebrochen. Und er saß dann so quasi so im Gestänge und nichts ist passiert. Und wir haben alle so lachen müssen. Wir konnten nicht mehr lachen. Also nicht mehr aufhören. Und am lautesten hat er gelacht. Also ein Charmeur auch und ein Papa. Herrlich war der. Oder, Carsten? Ja, aber der Umgang, den er gepflegt hat, den Respekt, war schon ein Wahnsinn, den er ausgestrahlt hat und die entgegengebracht hat, ob du jetzt 1 oder Nummer 25 warst. Es gibt so eine Geschichte, wo ich sage, wenn du den Trapp jetzt wieder siehst, der hat vielleicht in seiner Karriere 1000 Spieler gehabt. Ich glaube, der kennt jeden mit Vornamen. Ja, ja klar. Das ist sowas, Trapattoni hat so den wie Mourinho, da denkt man immer, schlimm, 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 aber jeder Spieler schwärmt über Trapattoni. Und das wahrscheinlich vollkommen zurecht. Das ist ja ähnlich wie bei Uli Hoeneß. Ich glaube nicht, dass es viele Spieler gibt, die was Schlechtes über Uli sagen können. Das ist so, wenn man so einen engen Draht hat, auch zur Mannschaft, zu den einzelnen Menschen, also wieder kreativ, Mannschaft, Führung, immer wieder gleich. Und jeden behandelst du anders, aber richtig und korrekt. Also ich kann mich erinnern als Beispiel auch Ottmar. Carsten, er hat mich abserviert im letzten Jahr, als ich bei Bayern war, kam er nochmal. Kalt wie eine Hundeschnauze, aber du wusstest immer, woran du bist. Also der hat zum Beispiel auch zum Effe gesagt,
Das war, glaube ich, nach dem Champions League-Gewinn 2-1, hat er zum Effe gesagt, super, hast du super gemacht und geil und bis Ende des Jahres halte ich dich noch hoch und dann bist du weg. Ganz, ganz direkt. Und damit kannst du als Spieler umgehen. Mit der Lügerei heute und Daten vorhalten. Carsten, du bist zu wenig gelaufen, warst nicht schnell genug, du hast zu wenig Zweikämpfe. Leck mich am Arsch. 3-0 verloren. Du sagst, damit kann man heutzutage umgehen. Wir haben in der letzten Folge... Man kann immer im Leben damit umgehen, wenn man direkt ist. Wenn man weiß, woran man ist. Ja, ich finde es auch schwierig, weil wir haben in der letzten Folge eben darüber geredet mit Joshua Kimmich. Der hat, als Carlo Ancelotti Trainer war, hat er gesagt, ja, als der Trainer wurde und Joshua Kimmich quasi am Abstellgleis war auf einmal, ist er nicht damit zurechtgekommen. Hat er sich hinterfragt, ist es überhaupt das Richtige, was ich mache? Also ich glaube, was Fußballer mittlerweile und immer schon durchgemacht haben müssen, was ihr da alles erlebt habt, was das alles mit dem Kopf macht, das ist schon nicht so einfach, glaube ich. Sagen wir so, in der heutigen Zeit, und das wird mir der Carsten als Trainer bestätigen, die Spieler sehnen sich nach Informationen. Das liegt aber nicht daran, dass sie verwenden können, sondern weil sie eine Wichtigkeit kriegen, auch die Information. Also die Kinder wollen quasi wissen, bin ich jetzt richtig gelaufen, bin ich jetzt falsch gelaufen, spielt aber für das Spiel keine Rolle. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Eigenverantwortung gekriegt. Hat der Ottmar jemals einen Laufweg erklärt, Carsten? Nie. Das darfst du nicht vergleichen. Siehst du, genau, und das meine ich, die Kinder müssen wieder Freiheit haben. Und nicht zu viele Informationen. Im Moment werden sie vollgeballert und stehen dann auf dem Platz. Das erkennst du immer daran, wenn du gestresste Gesichter siehst in der Bundesliga. Von Kindern, das sind ja noch Kinder, sage ich jetzt mal, ja, fast. Die überlegen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Was sagt der Trainer? So. Und in dem Moment geht aber das Spiel weiter. Und diese Freiheit, die wir gekriegt haben, die muss wieder vermittelt werden. Ja. Ich glaube, es geht nur in die Richtung, dass du es aufteilst. Ich sage immer, letzte Drittel, Heidi Witzka frei, auf Wiederschauen. Hinten muss eine gewisse Ordnung sein. Aber du hast jetzt gesagt, apropos Trainer, wie schaut es denn bei dir aus? Trainer vorbei oder bist du da offen? Schwierig, Carsten. Schwierig. Du weißt, wie der Markt ausschaut. Ja. Du weißt, wer da reinströmt und wie die reinströmen. Das ist ja das. Ich wurde ja geteert und gefedert, als ich gesagt habe, diese Laptop-Trainer, die arbeiten auch anders. Die arbeiten mit Gerüchten, Verleumdungen, Seilschaften. Das ist anders geworden. Das ist anders. Es ist nicht einfach so, dass man heutzutage sagt, ja, ich habe die höchste Lizenz, ich komme da mal so eben rein. Heißt nicht, dass ich mich beschwere, um Gottes Willen, mir fehlt nichts. Brauche keinen Job. Also, aber das Geschäft ist anders geworden. Es ist schwierig. Ich sage nicht, dass es einfach ist oder ich sage auch nicht, ich weiß auch nicht, wie schwierig es ist. Das haben wir ja selber in Österreich, ist der Markt ja noch kleiner im Moment für mich als Trainer. Aber die Frage ist, wenn du die Chance nochmal bekommen würdest, würdest du nicht Nein sagen, weil du würdest gerne auch als Trainer arbeiten, was im Moment aber auch kein Thema vielleicht für dich ist. Ja, Carsten, nicht mehr Nachwuchs, weil ich habe ein halbes Jahr gebraucht, jedes Mal, um die Kinder zu erziehen, auf unser Level, auf das... Ja. Das Verständnis, das wir haben, wo wir sagen, Leute, es geht ums Gewinnen, es geht darum, dass ihr zusammenhaltet. Egal wer ihr seid, aber haltet zusammen. Ein halbes Jahr und dann war es gut, das war anstrengend. Warum? Weil vorher nichts gemacht wurde in der Richtung. Für mich selber, ja, ist schwierig. Also ist jetzt auch nicht die Lebensphase, wo ich jetzt sage, mich drängt da rein. Aber was ich sagen kann, lieber Kevin auch, der Carsten macht so einen geilen Eindruck, du wärst wie gemacht als Trainer. Du bist wie gemacht als Trainer. Danke, das werden wir noch sehen. Ich habe noch viel zu lernen. Ja, müssen wir alle, und zwar in jedem Bereich. Aber Carsten, du hast eine super Entwicklung genommen und du warst einer der wenigen meiner Ex-Kollegen, die kapiert haben, wir müssen uns nach der Karriere bewegen. Ich habe es auch nicht gewusst, Carsten. Und dann hat mich Matthias Sammer damals überredet, den B-Schein zu machen, kannst du ja in die Schublade legen. Dann habe ich die Kleinen übernommen, den Lukas, dann
den A-Schein und dann habe ich den Fußballlehrer gemacht, was eine Katastrophe ist. Die Ausbildung ist eine Katastrophe. Die zieht sich. Aber ja? die zieht sich. So, aber das Wichtige ist, Kevin, dass der Carsten kapiert hat, ich muss mich bewegen. Und das kapieren viele meiner Kollegen, Ex-Kollegen leider nicht. Bei dir war ja immer die Frage, was ich so mitbekommen habe, bleibt Mehmet Scholl dem Fußball treu nach seiner Karriere? Da haben viele gesagt, Thorsten Fink zum Beispiel, der ist immer gegen den Strom geschwommen. Fußball, ich weiß nicht so recht. Warum hat man so von dir das Gefühl bekommen, stimmt das so, wolltest du vielleicht, ich meine, du warst danach ARD-Experte, das hast du Weltklasse gemacht übrigens. Ganz kurz, relativ simpel, um das abzukürzen. Erstens, ich habe mich bewegt. Zweitens, ich mache, was ich will. Auch in der Mediengesellschaft, ich mache, was ich will. Und das Dritte ist, ich mache nur, was mir Freude macht. Ganz einfach. Aber Trainer da sind, wird dir Freude bereiten. Natürlich. Ja. Das war ein Traum mit den Jungs. Jetzt stell dir mal vor, Kevin, du siehst jetzt, ich habe das dem Pierre-Emil Heuberg vorausgesagt. Ich habe noch nie so einen Kopf gesehen bei einem 16-Jährigen. Der war so geil. Der war unfassbar und konnte kicken und hat noch einen guten Körper gehabt. Bayern hat ihn dann irgendwann weggeschickt. Dann ist er, glaube ich, nach Southampton. Und ich habe zu ihm gesagt, immer Kontakt gehalten. Ich habe gesagt, Pierre, setz deinen Kopf durch. Nicht gegen mich, das schaffst du nicht. Aber setz ihn durch. Jetzt ist er Kapitän in Tottenham. Ist er Kapitän? Kapitän ist er nicht, aber er ist bei Tottenham und die führen gerade die Tabelle an, von dem her. So, was ist der nächste Schritt? Habe ich ihm jetzt schon vorausgesagt, das wird Real oder Barcelona sein. Carsten, wenn du den gesehen hättest, hättest du auch sofort gesagt, also... Ja, aber das Schlimme finde ich daran ist ja, dass das anscheinend eine Ausnahme ist, dass mittlerweile Spieler nicht mehr diesen Kopf hatten wie früher. War er. Warum? Ich glaube einfach, jetzt erzähle ich eine andere Geschichte. Also, ich habe irgendwann rausgefunden, das Produkt Mehmet Scholl, wie er angekommen ist in der Bundesliga, war purer Zufall. Da war nichts geplant oder irgendwie. Ich hatte einfach einen geilen Vater, der leider im Himmel ist, aber ich hatte einen guten Vater, der mich reguliert hat. Der quasi, wenn alle gesagt haben, boah, der ist überragend, hat er gesagt, du bist noch lang nicht oben. Wenn ich zu tief war, hat er mich wieder hochgeholt. Also ich hatte das Glück. Und wenn wir jetzt einen Carsten sehen und wahrscheinlich deine Geschichte hören, dann warst du auch Zufall. Jein. Zufall, weil die Mauer gefallen ist vielleicht, aber ich habe ja eine andere Ausbildung. Ich bin ja auf die Sportschule KJS damals in der DDR gegangen. Meine Mutter mich zum Training gefahren und dann gab es irgendwann mal so ein Auswahlverfahren, wo du das Ziel hattest für Fußball. Und deshalb war ich auf dieser, was jetzt in Deutschland oder überall, diese Akademie. Also ich habe dieses Ziel schon verfolgt. Aber der Zufall, was danach... Das habe ich auch, das meine ich nicht. Aber so die Bedingungen, die zusammengekommen sind, dass du das geworden bist, ist ja nicht so wie heute, wo die das versuchen zu planen und so. Du bist durchgekommen. Ja, und irgendwann mal, es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Ich hatte eine Zeit lang in Köln, glaube ich, mit 19, wo ich dann auch hätte eine Bankkaufmannlehre machen müssen, weil es vielleicht nicht funktioniert. Was hast du denn gemacht mit 19 in Köln? Soll man das wissen? Ja, ich habe Schule und ich habe trainiert und es ist halt nicht gut gelaufen. Also auch im Nachhinein nicht nur dem Trainer seine Schuld, sondern auch meine Schuld. Was mir da jetzt einfällt, ist zum Beispiel das Beispiel von deinem Sohn, Lukas Scholl, der mittlerweile beim SV Horn ist. Pep Guardiola hat damals gesagt, als er bei den A-Profis mittrainiert hat, ich glaube mit 17 oder so, der hat das Zeug zur Weltklasse, allein vom Spielverständnis her, von der Technik her. Und das wäre ja auch so eigentlich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich ihn beim Audi Cup spielen habe sehen, aber ich bin mir jetzt einfach nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall Scholl bei den Profis spielen sehen. Also den jungen Scholl. Und auch das, Kevin, ist relativ einfach zu erklären. Es gehören drei Komponenten dazu, als Spieler durchzukommen. Du musst das Spiel kapieren. Das ist der Fußball. Rein der Fußball, da ist er bei 100%. Die zweite Komponente, du musst körperlich auf der Höhe sein, athletisch. Da ist er bei 60%. Und jetzt kommt die dritte Komponente, der Charakter.
Also wie gehe ich mit schweren Situationen um und wehre ich mich und bin ich bereit? So, da ist er bei 10%. Und du kannst, jetzt nehmen wir Carsten als Beispiel. Carsten war fußballerisch bei 90%, körperlich bei 100% und von der Einstellung her auch bei 100%. So, dann geht's. Und wenn aber eine der Komponenten so ausfällt, dann geht's nicht. Dann hat, wie hast du es neulich gesagt, als wir telefoniert haben, Talent. Na, Einstellung geht vor Talent. Oder Motivation oder das. Weil ich hatte in meiner Karriere so viele Talente jetzt als Nachwuchsmanager sehen, die vom Kopf her nicht dabei waren und dann einfach verflossen sind. Also du musst, und wenn du Talent und Einstellung hast, hast du schon mal sehr, sehr große Vorteile. Dritte Komponente, Physis auch noch. Ja. Die brauchst du auch. Und wenn wir schon so einen Sprücheklopfer wie Mehmet Scholder haben, dann muss ich auch einen Spruch daherhauen. Deutsche Mentalität heißt nämlich nicht nur, um 6 Uhr im Sommerurlaub mit dem Badehandtuch die Liga zu reservieren, sondern auch unbedingt gewinnen zu wollen und alles dafür zu geben. Und dafür stand ja auch der FC Bayern. Das habt ihr auch davor gesagt, ihr seid da rausgegangen. Vielleicht habt ihr euch in der Kabine jetzt nicht als Einheit gefühlt oder untereinander, aber ihr seid auf den Platz gegangen und habt gewusst, hey, wir gewinnen dieses Spiel. Und diese Mentalität fehlt halt anscheinend vielen Spielern. Richtig. Kevin, es ist viel einfacher. Was beim FC Bayern stattfindet, und zwar täglich, ist eine Erziehung zum Gewinnen. Das heißt, der Lothar Matthäus war mir 3 Tage sauer, wenn wir ein Trainingsspiel wegen mir verloren haben. Und du wirst quasi gezwungen, selbst beim Fußballtennis ist er ausgeflippt. Und das ist aber eine Generationssache, die weitergegeben wird. Und wir haben die verinnerlicht, Carsten. Ich bin ein bisschen älter als du, aber du bist zu uns gekommen und du lernst einfach jeden Tag. Es geht nur ums Gewinnen. Deswegen wundere ich mich doch immer so im Fernsehen, wenn die ganzen Experten sagen, ja, aber wir sind mehr gelaufen als der Gegner, wir hatten mehr Ballbesitz. Hey, ihr habt 3-0 verloren. Ja. Das geht in meinem Sport noch ums Gewinnen? Na, nicht immer. Ich bin da voll deiner Meinung, weil ich bin auch so ein Typ, ich hasse es zu verlieren und ich will alles gewinnen, egal was ich spiele, angefangen beim Tischfußball oder beim echten Match. Und ja. Dafür wird ja auch an Cristiano Ronaldo dann immer wieder so kritisiert, ja. Dafür, dass er halt alles dafür gibt, um gewinnen zu wollen. Aber Leute, es ist so viel einfacher, als alle denken. Der Carsten wird mir recht geben, ein Ribéry, ein Robben, beide Weltklasse, haben beide 100 Millionen auf dem Konto oder was auch immer, müssten nicht mehr so rennen. Aber sie rennen, weil sie gewinnen wollen. Ja. Und dieses Carsten wird mir recht geben, es geht nur ums Gewinnen. Jetzt nicht mit allen Mitteln. Ich habe jetzt auch einen Podcast, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, auch über deinen Podcast und habe gehört von Marc van Bommel. Genau das Gleiche. Und wirst mir recht geben, der Marc war einer der liebsten Menschen überhaupt. Wirklich. Und lustig. Auf dem Platz. Absolutes Tier. Ja. Wahnsinn. So, und auch der Effel ist privat total angenehm und auf dem Platz, die sind dann anders. So, und diese Typen werden aussortiert. Und wenn du diese Typen aussortierst, dann hast du Mannschaften, die sich nicht mehr wehren können. Ja, ich habe zum Lukas immer gesagt, zu meinem Sohn habe ich immer gesagt, pass auf, Lukas, lerne es. Es kommt irgendwann der Straßenfußballer aus Chile, der wird dich umbringen für einen Sieg. Er tötet dich für ein Tor. So, dann verliert Deutschland gegen Mexiko und ich sage, Lukas, ich habe mich getäuscht, das sind die Mexikaner. Ja. Das Spiel habe ich heute noch im Kopf, weil ich es kommentiert habe, weil die Deutschen, Özil, ich will jetzt gar nicht nur den einen nennen, ist auch egal, die haben sich gewundert, wie die Mexikaner, wie die hingegangen sind im Zweikampf. Und Carsten und ich, wir sitzen vorm Fernseher und sagen, das ist doch normal, das weiß man doch. Die wissen das nicht mehr. Und es wird auch nicht mehr weitergegeben. Gut, jetzt bleibe ich da und bleib da drauf beim DFB-Thema, jetzt hast du mich. Ja. Weil ich habe da was sehr, sehr Spannendes gehört, es ist aber schon älter ein bisschen. Und zwar war das ein Ausschnitt aus dem WM-Finale, beziehungsweise bei der Feier danach, als Schweinsteiger und Podolski beim Interview standen. Mit dem WM-Pokal, du im Studio und sie haben dich grüßen lassen und haben den Pokal reingehalten in die Kamera. Und ihr habt alle gejubelt, vollkommen verständlich. Wir Österreicher werden das auch mal irgendwann erleben. Die Zeit wird kommen. Und da gab es eine Szene, da hast du gesagt,
das sind die Jungs, die wir großgezogen haben. Bei dir war das der Augenthaler und der Matthäus, der dir draufgetreten ist, der dich gepusht hat. Du hast es beim Schweinsteiger gemacht. Der Schweinsteiger hat es in die nächste Generation weitergeleitet. Aber jetzt... Geht nicht wirklich. Okay. Ist da der Fehler also, drin? Schweini und Lahm waren großartig. Also Weltfußballer, um Gottes Willen, da komme ich nicht hin. Aber diese Erziehung haben sie nicht so brutal verfolgt, wie es wir erfahren haben. Also ich sage heute noch, die ganze Schule, auch beim KSC, da nach oben kommen, was die mit mir gemacht haben. Also die haben mich unter die kalte Dusche gestellt, die haben meine Klamotten in die Dusche geworfen. So kann man jetzt sagen, alles scheiße. Aber wir waren sehr, sehr fleißig, was die Erziehung auf Carsten, was denn mit den Jungen passiert, war uns wichtig. Weil wir wussten, wenn es jetzt eng wird, müssen wir uns auf die verlassen können. Und so haben wir sie auch erzogen. Jetzt nicht mit so viel Gewalt, wie ich sie erfahren habe, also jetzt, um Gottes Willen, ich bin kein Opfer, aber so, aber ja, mit dieser Härte, das hat nachgelassen. Und wenn ich überlege, und der Carsten kann es bestätigen, du musst, wenn du bei Bayern München spielst, druckresistent sein, brutal. Du musst unter größter Anstrengung und größten Ergebnisdruck funktionieren. So, Carsten, wie viele Spiele hatten wir, die nur ein Jahr da waren und die aber in anderen Vereinen funktioniert haben? Sicher einige, aber das könntest du nicht sagen. Ich sag halt aber, was halt... Ich sag's dir, Frings. Oh. Frings, Thiam, Rau. So, das waren Spieler, die sind echt super Typen. Aber wir wussten auf dem Platz und wir waren eine Einheit. Wenn es eng wird, machen die Fehler. Ja, Stichwort aber es war halt schon, noch einmal, du musstest damit umgehen können. Und manchmal sind wir auch über das Ziel hinausgeschossen, ob jetzt im Zweikampf oder wie, aber der Druck. Es war halt so, bei Bayern, du hast gewonnen, waren 3 Kamerateams da. Hast du verloren, 2-mal hintereinander waren 10 da. Also es war halt schon... Ja, genau. Es war heftig, aber jetzt nicht negativ. Also noch einmal, wir haben das Privileg gehabt, unser Hobby zum Beruf zu machen, aber ich bin mit 22 nach München. Wie der Scholli sagt, die Trainingsspiele waren manchmal härter, als es am Wochenende zur Sache gegangen ist. Weil du hattest 17, 18 Nationalspieler. Mhm. Es können nach Adam Riese im Fußball 11 nur spielen. Das trifft auch auf die Aussage von dir mit dem Haifischbecken zu. Du wirst da, hast du gesagt, bei FC Bayern einfach ins kalte Wasser geworfen mit lauter Stars. Und das Erste, was du machen musst, ist einmal schwimmen, damit du überlebst. Ja, es ist so eine Geschichte, weil der Scholli sagt, nach einem Jahr, mir hätte das vielleicht auch passieren können. Ich kann mich noch ganz dran erinnern, ich war das erste Jahr da, wurde am meisten eingewechselt, weil wir hatten einen Sturm mit Clancy und Rizzitelli. Und dann ist auf einmal, und es ist nicht so gut gelaufen. Und ich habe den irgendwann mal mit dem Uli drüber gesprochen, mit dem Uli Hoeneß. Und der hat halt gemeint, wir hatten dann ein Spiel in Karlsruhe, das war, glaube ich, der Clancy war verletzt oder gelb gesperrt. Und der Uli hat dann zu mir gesagt, das war so nach 3/4 der Saison, jetzt werden wir sehen, ob es halt auch noch für die nächsten Jahre reicht. Ob es bei Bayern reicht, ob du das Level schaffst. Und habe dann erst im zweiten Jahr den Durchbruch geschafft. Ja, wirklich. Man kann doch nur spielen, wenn man befreit ist. Und so eine Aussage hilft ja nicht. Es ist exakt so, wie der Carsten sagt. Friss oder stirb. Ich kann mich erinnern, ich habe 10 Monate war ich verletzt. Und ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt nochmal spielen kann. Und ich habe gespielt, bin eingewechselt worden. Es war -3 Grad gegen Eintracht Frankfurt. Zweiter Einsatz, einwechseln. Und ich hätte beinahe das Spiel noch verloren. Also ich habe Katastrophe, ging gar nichts. Und nach diesem Spiel kommt Uli Hoeneß in der Kabine zu mir und sagt, und der Carsten weiß das, wie der Uli sein kann. Aber er ist nie ungerecht. Aber in dem Moment hat er gesagt, es wird Zeit, dass du langsam wieder normal Fußball spielst. So. Und dann sitzt du da und sagst, hey Leute, ich war 10 Monate verletzt. Also wie soll... Ist denen wurscht. Es geht Leistung. Es gilt, Leistung zu bringen. Und der Carsten hat es relativ schnell verinnerlicht, andere haben es nie kapiert. Aber im Prinzip sind wir alle geprägt von diesem Club. Das ist die Bayern-Mentalität, die sich dann immer durchgesetzt hat. Deswegen ist der Verein auch so erfolgreich, wie er ist halt.
Aber, es ist sauber, aber man denkt jetzt vielleicht, dass es richtig ungut abgelaufen ist. Nein, das war dann einfach so. Das war einfach so, du hast nicht funktioniert. Und es gibt genug gute Spieler oder sehr gute Spieler, die dann auch beim FC Bayern spielen wollen. Es hört sich natürlich schlimm an, aber das ist das Geschäft. Ganz kurz, Carsten. Gibt es den Bayern-Dusel? Wie bitte? Gibt es den Bayern-Dusel? Es ist nicht Dusel, das ist Überzeugung. Wille. Richtig. Immer wieder gleich. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich das Wort höre, weil dass die Bayern in der 93. nochmal nachlegen, ist einfach Erziehung. Ja, noch einmal, wir haben es ja auch in die andere Richtung erlebt, Entschuldigung. Also 99 haben wir diesmal, vielleicht waren die da etwas weiter. Aber ich sage halt, wir haben es dann auch erzwungen. Und noch einmal, die haben uns ja dann auch in Ruhe gelassen mit nach 99 und da sind wir nur noch marschiert. Da musste nicht mehr viel geredet werden. Der da auf dem Platz, gehen wir. Unser Ziel ist die Champions League. Das wäre auch ganz spannend bei dir, Mehmet, 1996 oder Ende 96, nachdem ihr Europameister wurdet. Hast du dann auch gesagt, irgendwie diese Saison, das Jahr war dann einfach zum Vergessen. Da warst du, glaube ich, am Tiefpunkt. Und das Finale 99 hat dir aber trotzdem noch immer irgendwie rausgeholfen, weil du da irgendwie nochmal neuen Antrieb bekommen hast. Das war für mich einfacher, weil, also pass auf, 96... ja, war mein Tiefpunkt auch mit der Ehe kaputt, Kind weg und. Der größte Erfolg war, das zu drehen, dass die Leute, die mir ins Auto gespuckt haben, die mich ausgepfiffen haben, 10 Jahre später sagen, schade, dass er aufhört. Das war der größte Erfolg. Und worauf wolltest du hinaus? Du wolltest wissen, wie ich... Ich finde, Ende 1996 hast du gesagt, überlege, ob ich nicht mehr kann. Du hast bis 2007 weitergespielt und wurdest zu einer Riesenlegende. Ja, okay. Also pass auf, 99 war für mich ganz einfach zu verarbeiten. Ich war 10 Monate verletzt, bin zurückgekommen und war froh, dass ich überhaupt jeden Tag wieder Fußball spielen konnte. Und dann kamen diese Watschen, diese Riesenwatschen. Aber irgendwie war so... bei mir, ja, aber ich habe ja noch eine Chance. Wir haben ja noch eine Chance. Wir können es ja noch mal probieren. Und dann war das relativ einfach. Aber ich kann mich erinnern, wir haben eins der schönsten Feste überhaupt gehabt. Ja, aber was ich jetzt noch mal eine Frage habe, Scholli. Du hast mir mal, ich weiß nicht mehr, wann das war. War jetzt 99, wo du gesagt hast, 10 Monate verletzt, war das mit dem Knöchel, mit der Sehne? Ja. Ich sage ja, ich habe mit Kevin vorher schon drüber gesprochen, dass es ein Wahnsinn bist, was du da für eine Tortur auf... Es wurde ja nicht erkannt, was los war, obwohl wir den besten Doktor hatten. Und ich habe dem Kevin erzählt, dass du diese Schmerztherapie, die ja so heftig sein gewesen... Du hast ja mit dem Holzknüppel, glaube ich, auf den Knöchel hauen lassen. War das so? Stimmt, oder? Ja, ja. Auch mit den Sehnen, das hat keiner festgestellt. Und ich habe dann aber irgendwann zum Müller-Wohlfahrt, habe ich gesagt, aufmachen, da stimmt was nicht. Und ich habe alles in Anspruch genommen, was ging. Und nach 10 Monaten war es dann okay. Ja, der Scholli war eigentlich der Vorreiter, weil ich habe mir dann, glaube ich, gleich irgendwann mal 2-3 Jahre später das Gleiche eingerissen. Und deshalb hat der Mull auch gleich dann einen Gips gegeben. Okay. Ich habe da gehört, du hast ja 4 Tage... Du hast ja 4 Tage einen Gips getragen, Gips weg am nächsten Tag, einmal laufen und dann Finale... Ja, ich musste spielen. Der Ottmar, irgendwann kam der Anruf von Ottmar Hitzfeld abends. Ich hatte einen Gips, ich habe mich verletzt in Madrid. McManaman hat mich umgemäht und ich hatte die Bänder kaputt. Innen, außen, Syndesmoseband. Ja, da kriege ich einen Anruf von Uli Hoeneß und Ottmar, kommt zu Bayern. Und da waren dann Müller Wohlfahrt, Freddy Binder. Und ich kam halt da mit meinen Krücken und dann haben sie gesagt, du musst spielen. Seid ihr bekloppt? Wie soll das gehen? Müller-Wohlfahrt. Geht das? Uli Hoeneß, geht das? Ja, ich kriege ihn schmerzfrei, aber die Langzeitschäden können wir jetzt sagen. Ist der Spieler bereit? Bist du bereit? Der Uli, bist du bereit? Und ich so, ja klar. Warum muss ich eigentlich spielen? Ja, der Effe hat sich die Gelb-Rote geholt. Oder die gelbe Karte in der 86. in Madrid. Und die haben Angst vor dir und Respekt vor dir. Madrid, Halbfinale. Bist du bereit? Du musst. Und ich so, ja, okay. Ich wurde auch dafür entlohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren sie sehr fair auch. Aber dann bin ich halt ausgefallen. Dann war ich kaputt. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. Ich habe relativ schmerzfrei gespielt. Und ich habe nicht mehr gut gespielt. Aber okay, ich war auf dem Platz. Wir haben das Ding gewonnen.
Und dann habe ich mich damit nochmal 8 Monate gequält, auch mit Cortison und mit allem. Und jetzt musst du dir vorstellen, so ein Körper, der schiebt dann. Also dann kam auf einmal das andere Knie daher, dann kommt der Rücken daher, dann hast du auf einmal im Nacken und so. Ich bin eigentlich nie wieder wirklich auf dem Level gewesen, dann vor 2001. Ging nicht. Ja, aber du weißt ja, dass auch viele da sehr viel investiert haben, ob es der Jerry ist und über der Giovanni, der eine Operation vorher hatte. Also wir sind auch über die Grenzen gegangen. Also für uns gab es das nicht, Aua, zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn ich heute lese manchmal, ich habe sogar eine Schmerztablette genommen. Du musst selber lachen, gell? Nein, also weil du sie gerade ansprichst, Jens Jeremies hat die Gelenkinnenhaut vom Knie 7 Tage vor Real Madrid entfernt bekommen und hat gespielt. Der hat das Knie noch offen gehabt hinten. Infektion reinbekommen, 1,5 Jahre weg. Giovanni Elber, wie du sagst, Meniskus-Operation, 1 Woche vorher. Schießt aber das entscheidende Tor in Real. So, Aua, wie du sagst, Autschen, gab es nicht. Weil wir dieses Ziel hatten, nach 99 diese Champions League zu gewinnen. Wir hatten eine Dynamik, die man sich nicht vorstellen kann. Gibt es das heute noch mit diesem, weil du hast mir das schon mal erzählt, mit diesem Fitspritzen und alles dafür tun? Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Fitspritzen genau. Nicht. Es wurde nicht, sondern der Spieler hatte die OP und dann wurde entschieden, geht es. Und das war ein gewisses Risiko und das wurde auch abgesprochen und der Spieler hat gesagt, ja, ich will. Und weil dieses Ziel, diesen Pott zu bekommen, du hast Bayern, noch einmal, du gehst ja 2001, 25 Jahre, es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Dafür wolltest du alles geben. Und was du auch richtig sagst, da war nie fit, also fit spritzen, das ist das falsche Wort, sondern alle haben alles Mögliche dafür getan, dass man auf dem Platz stehen kann. Alle, die Spieler auch und die Masseure, die Ärzte, alle. So, und das hat halt auch Carsten so ein Stück weit aufgehört heute. Da bist du mehr drin in Deutschland, aber es sind halt mehr Informationen. Also früher gab es, glaube ich, kein Knochenmarksödem. Das ist jetzt erst vor 5 Jahren in Mode gekommen. Ja, Schambeinentzündung, ja. Ja, ich kann nicht drüber. Es ist halt scheiße, Entschuldigung. Ja. Aber ich bin halt 12 Monate mit Schambeinentzündung ausgefallen. Also das kann ich bestätigen, wie schlimm das ist. Okay. Das ist wirklich, ich weiß, dass du, ich bin 12 Monate damit ausgefallen und da wäre mir jeder Kreuzbandriss lieber, das musst du dir vorstellen, weil du beim Schambein nicht weißt, was es ist. Und wenn der Mull sagt, er kann dir nicht helfen, dann ist, puh. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass der Mehmet darüber lachen wird, weil du hattest so viele Verletzungen, leider, dass du über alle anderen Verletzungen wahrscheinlich nur lachen kannst. Hättest du nicht diese ganzen Verletzungen gehabt, wärst du eine noch viel größere Legende geworden, als du eh schon bist. Nur ich glaube, es ist mega schade, dass das... Kevin, das macht überhaupt gar nichts. Ich denke einfach nur, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich lebe brutal im Hier und Jetzt und wenn ich zurückdenke, denke ich, war eine geile Zeit mit geilen Typen. Absolut. Die Weltklasse wäre vielleicht drin gewesen, aber und jetzt... Lebe ich deswegen jetzt anders? Nö, ich sehe es ganz, ganz entspannt. Ja, Scholli ist ja schon, er war schon an der Weltklasse dran. Also das ist keine Frage. Also Scholli, obwohl wir jetzt beide die gleiche Frisur haben, oder den gleichen Friseur, du hättest wahrscheinlich auch nie gedacht, dass wir beide mal den gleichen Friseur haben. Nee, hätte ich auch nie gedacht. Aber Scholli war ein geiler Spieler. Ich kann mir an eine Geschichte erinnern, da war ein ganz enges Spiel und dann hatten wir einen Freistoß. Ich sag so, Scholli, mach einen fiesen Schuss. Und er hat auch getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, weiß ich noch. Das war Cottbus. Cottbus? Ja. Ja, stimmt. Und noch einmal, es hat halt die Mischung ausgemacht. Du hast Effe gehabt, der den 4. Pass gespielt hat, obwohl schon die Leute gepfiffen hat, hat er den gleichen Pass noch einmal gespielt, weil er gedacht hat, das war das Einzige. So auch wieder Scholli. Der hat halt dann wieder probiert. Mhm. Ja? Und wir hatten keine Angst, Fehler zu machen. Auch du nicht, Carsten, sondern... Der Effe hat, wie du es richtig sagst, der hat den 8. Ball hinter die Abwehr gespielt und er ist 7-mal verloren gegangen. Aber er hat den 8. gespielt und da war der Carsten dann oder der Giovanni frei.
Oder Santa Cruz, Alexander Ziegler. Also ja, wir hatten schon ein großes Potenzial, egal auf welchen Positionen. Und nach einer knappen Stunde kommt das eigentliche Thema zu Wort, weil wir ein bisschen abgedriftet sind. Es tut mir leid an die ganzen Hörer und Zuseher da draußen. Aber Kreativität, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Carsten hat gesagt, du bist einer der kreativsten Spieler, die es je gegeben hat in Deutschland. Ich kann mich an zwei Sachen, an zwei Szenen erinnern. Also erst einmal ein Freistoß, wo Marcel Reif davor sagt, ich glaube Freistoß aus 25 Metern, linkes Eck. Machst den hier, genau ins linke Eck, drinnen. Und die zweite Szene, an die ich mich erinnern kann, da kriegst du den Ball außen gegen 1860. Und also ich als Mitspieler hätte ja geschrien vor lauter Wut, weil ich den Ball nicht bekomme. Aber du, wenn ich so einen Mitspieler hätte, würde es mir nicht ausmachen. Du hast den Ball angenommen ganz außen, gehst nach links, gehst nach rechts, gehst nach links. Das hast du, glaube ich, fünfmal wiederholt und dann ein Schuss ins Kreuzig. Und so, Vorgeschichte ist, das war mein Horrorjahr und ich wurde komplett missachtet und ich sollte eingewechselt werden. Und der Trapattoni, Uli hat mich reingedrückt, hat gesagt, Trapp, der ist gut drauf, der muss jetzt wieder. Und ich habe gesagt, bei der Einwechslung 70.000 eigene Fans haben gepfiffen. Und ich habe gesagt, und ihr könnt mich jetzt mal alle, ich gebe keinen Ball ab. Ich gebe den Ball nicht her. Und dann war ich, glaube ich, eine halbe Minute am Ball oder so. Ja. Ich habe das ist ja auch was dieser Generation, auch Carsten. Also wenn es eng wurde, haben wir eher so einen Trotz entwickelt. Also so, ihr könnt mich alle mal. So war das. Das ist die Geschichte zu der... Zu dem Tor. Und ich hab irgendwie das Gefühl, beziehungsweise wir haben es in der Redaktion davor besprochen, diese Kreativität, die darf man irgendwie nicht mehr ganz... Nee, die Kinder dürfen nicht. Aber warum? Ich meine, solche Spieler wie Isco und James und wie sie noch alle heißen, diese klassischen Zehner, die dürfen irgendwie nicht mehr zu kreativ sein, die müssen dem System irgendwie folgen. Richtig, Kevin, es ist so viel einfacher, um so Tore zu schießen, wie der Carsten geschossen hat oder ich geschossen habe, musst du vorher 100-mal scheitern. Und du musst aber auch scheitern dürfen, ohne dass dir das Vertrauen entzogen wird. Und heutzutage, wenn jetzt einer irgendeine Idee hat, was ich sehe bei einem Jugendspiel, wo ich so denke, eigentlich geil, da kommt von draußen, spiel einfach. Also das passt nicht mehr. Die Relation passt nicht mehr. Also zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist es ja nicht nur, weil der Scholli sagt jetzt, spiel einfach, kann negativ sein, finde ich aber auch positiv. Weil halt manchmal der einfache Pass das Kreative ist. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich wollte das nur noch einmal. Also für mich, meine Trainereinstellung ist wirklich, was ich sage, im letzten Drittel frei. Richtig. Macht's. Tut's, nimmst das Risiko. Was für mich wichtig ist, bleibst du hängen, sprintest du zurück. Sonst frei. Und wenn einer besser spielt, wäre es vielleicht gut, rüber zu spielen. Super, Carsten. Genau so funktioniert es und genau so haben wir es auch erfahren. Und jetzt passiert aber Folgendes, wenn du das so machst, dann wird dir als Trainer vorgehalten, du hast kein Offensivkonzept. Aber die Kreativität in den Spielern drin ist ja da, also du musst sie lassen. Richtig, Carsten. So, spätestens jetzt können wir diskutieren, weil... Ich weiß, anscheinend hast du wirklich bei den Bayern so ein war der Pep Guardiola damals Trainer, als du dort bei den Bayern... Nein, den ich hatte nur... Also das war viel zu bist her. Du waren viel länger her. Ich hatte 2 Jahre Trapattoni und 4 Jahre in Ottmar Hitzfeld. Nein, ich meine aber als du den Lehrgang gemacht hast bei den Bayern. Nein, das war bei... Van Gaal, oder? Nein, das war beim Jupp Heynckes. Okay. Weil, der große ist übrigens. Ja. Weil der Pep Guardiola, der Thierry Henry, hat einmal in einer Analyse eine Geschichte erzählt. Da hat es eben genau... Na, entschuldige, das ist gelogen. Nochmal völlig zurück. Ja? Ich war 2-mal bei Bayern. Einmal beim Jupp Heynckes und für die Pro-Lizenz war ich beim Ancelotti. Auch geil. So, aber okay, dann war es nicht Pep Guardiola, aber der Thierry Henry hat eine Geschichte erzählt bei einer Analyse. Da hat er links außen gespielt bei Barcelona mittlerweile. Und der Pep hat immer gesagt, so, ihr spielt bis ins letzte Drittel mein System und nichts anderes. Und im letzten Drittel könnt ihr machen, was ihr wollt. Genau das, was du gerade gesagt hast. Dann ist der Theorie, einmal hat sich gedacht, so, ich kriege keine Bälle da links, System schön und gut, aber ich kriege keine Bälle. Geht einmal auf die andere Seite. Hat auch ein Tor geschossen. Pep Guardiola hat das nicht gefallen, hat ihn ausgewechselt.
So sehr sind die Trainer mittlerweile auf Systeme fokussiert und die Spieler, glaube ich auch, dass sich das nicht mehr geändert hat. Da habe ich auch noch eine Geschichte dazu. Wir haben gespielt, glaube ich, gegen Freiburg und die haben ohne Stürmer gespielt. Das heißt, die haben mit 8 Leuten im Mittelfeld gespielt. Der Effe, Jerry und ich, wir sind rumgerannt, wir wussten gar nicht, wohin. Ging nicht, kein Zugriff möglich. Und dann habe ich zum Effe in der Pause gesagt, pass auf, das funktioniert so nicht. Wir laufen uns quasi wund und was machen wir? Dann hat er gesagt, wir sagen dem Trainer nichts, dem Ottmar. Wir sagen ihm nichts. Und du gehst jetzt noch einen Schritt weiter nach vorne. Habe ich gesagt, dann seid ihr ja noch einer weniger. Dann sagt er, ich nehme die 7. Hat er gesagt, also ich decke die 7. Was passiert? Wir gewinnen 1-0. Ottmar uns am nächsten Tag reingeholt, hat gesagt, Jungs, das war okay, aber glaub nicht, dass ich das nicht gemerkt habe. Sehr gut. Weil das ist natürlich auch eine Stärke. Natürlich. Das ist eine Stärke von einem Trainer. Der hätte natürlich, dass wir so eine, ja. Es gibt Spieler, die kannst du vor der Mannschaft, weil das ist im Endeffekt eine Kritik oder ansprechen, oder unter 4 Augen. Das musst du alles immer einordnen. Und die, wenn sie dann zu zweit oder zu dritt drinnen wissen, wussten wir, okay, der Trainer hat es gesehen, aber wir haben auch diese Freiheit, das zu machen. Ja, Umgang mit Spielern dann halt auch. Klar, Carsten, Menschenführung. Du bist ein super Trainer, nach allem, was ich jetzt höre. Und der Carsten wird auch noch die Champions League-Hymne nochmal hören als Trainer. Das wissen wir auch. Glaube ich. Wenn ich den Fernseher lauter stelle. Nein, an der Seitenlinie. Nein, ist es, noch einmal, ich möchte gerne in der Bundesliga trainieren und das große Ziel wäre diese Hymne, weil die Hymne ist einfach geil. Ja. Würde ich auch gerne erleben, nur bei mir ist es halt sehr unrealistisch. PlayStation. Ja, PlayStation, genau. Du wirst es schaffen, Carsten, sage ich dir jetzt. Na, schauen wir mal. Danke dir aber. Ja, voll, wir hoffen sehr. Ah ja, noch eine Frage, ab für Champions League. Ist der Tafelspitz gestern zur Champions League geworden? Nee. Hast du mich verstanden? Nein. Doch. Kurz zur Erklärung. Ist der Tafelspitz nicht gut geworden? Ja, okay. Aber habe ich schon besser hingekriegt. Bundesliga? Bundesliga-Klasse? Nee, ich würde sagen, zweite Liga gegen den Abstieg. Kurz zur Erklärung. Die beiden haben gestern telefoniert und anscheinend hat der Mehmet Tafelspitz gemacht. Ja, ja. Ja, okay, gut. Ja. Übung macht den Meister fürs nächste Mal. Ja, eigentlich kriege ich den ganz gut hin, aber nein. Passiert. Ich habe auch eine junge Frau und die muss mich auch kümmern. Also es ist viel. Und Weltenmama auch noch. Also ja. Die Zeit drückt langsam, deswegen würde ich noch ein paar Themen gern besprechen, ganz kurz. Wir waren vorhin beim DFB-Team. Und ich habe vorhin diese Szene mit dem WM-Pokal nochmal geschildert, mit Schweini und Poldi. Und in der Situation, in der Szene, hast du danach gesagt, wir dürfen nicht die Jungen in den Himmel heben, und die Alten absägen. Das war 2014. Mhm. Wir spulen vor, 6 Jahre später, wir sägen die Alten ab und heben die Jungen in den Himmel. Habe ich das Gefühl. Das war auch schon damals so. Stichwort Hummels, Boateng, Müller. Die Diskussion gibt es schon lange. Okay, jetzt kapiere ich das. Du willst quasi explizit auf die Nationalmannschaft hinaus. Jetzt kapiere ich es. Es ist generell im Fußball. Die Trainer, die da ausgebildet werden, die schulen sich auch untereinander und sagen, wir müssen Alten absägen, um ein Zeichen zu setzen. Da zählt Erfahrung weniger als Frische. Die Jungen sind ja frisch und die folgen ja auch. Musst du nicht meiner Meinung sein, Carsten, aber das war mir ja. Nein, das ist ja nicht das Thema. Ich sag dann dazu was. Passt du erst als erstes? Okay. Ich gebe dir fast recht. Ja, fast. Das, was jetzt passiert im deutschen Fußball, ist ja kein Hexenwerk. Das habe ich vor 3 Jahren vorausgesagt. Ich kenne die Trainerausbildung. Ich habe sie selber durchlaufen. Das ist eine Katastrophe. Die Trainerauswahl für diesen Lehrgang ist allein schon eine Katastrophe. Das sind lauter Smarties, die irgendwie, wie nenne ich es immer, smart rüberkommen und sich verkaufen können. Aber die wissen das Wesentliche nicht. Und das, was der Jogi jetzt ausbadet, ich mag den Jogi. Wer bin ich, dass ich den Weltmeistertrainer an den Pranger stelle? Ich liebe den Jogi. So, das, was er jetzt ausbadet, das ist einfach auf höchstem Niveau, verlierst du Spiele, weil Dinge nicht mehr geschult werden in der Jugend. Und diese Generation, die ist gut, die können alle was. Carsten wird mir recht geben. Aber sie können das Wesentliche nicht mehr. Was muss ich in welcher Situation im Spiel tun? Wie muss ich reagieren?
wie ist der Spielstand? Die haben auch alle keine Angst mehr. Also, Carsten, ich kann mich erinnern, ich bin in Real Madrid, wusste ich, dass Salgado kommt und ich wusste, ich werde die ersten 30 Minuten linker Verteidiger spielen. Ich werde keinen Ball sehen, weil der nur im Sprint unterwegs war. Und diese Angst, natürlich ist Angst nicht gut, aber dieser Respekt, diese Angst in so einem Spiel, das haben die heute gar nicht mehr. Also, Julian Draxler sagt, ja, wir haben 4-0 in Paris gewonnen gegen Barcelona. Wir gehen auch dorthin, um zu gewinnen. Und ich hab nur gesagt, Junge, du weißt nicht, was los ist. Endergebnis? 5-0. 6-1. 6-1. 6-1. Plus 5, ja. So, dieser, wie soll ich das sagen, Carsten? Angst ist immer scheiße. Ja, Angst aber nicht, sondern der Respekt vor dem Gegner und der Respekt, das erst zu feiern, wenn es vorbei ist. Erstmal die Sache klären. Und ich möchte nochmal auf alt oder jung, also ja. für mich gibt es wirklich kein alt oder jung. Das sage ich auch immer meinen Spieler. Leistung. Also noch einmal. Ist aber ein Junger gleich stark wie ein Alter, muss der Alte aufpassen. Das ist einfach mein Dings, weil einfach für die Zukunft den Jungen natürlich forcieren muss. Aber für mich gibt es nur Leistung. Und das kann einer mit 35... Carsten, da muss ich dir widersprechen. Das sehe ich anders. Inwiefern? Erfahrung ist durch nichts auszugleichen. Also zu wissen, der alte Spieler, der ist genau gleich gut, okay, und steht auf der Kippe, aber der macht, weil er so viel erlebt hat in den richtigen Situationen, oft das Richtige. Der Junge, der muss noch lernen. Schau mal auf... Aber wie lernt der? Deshalb kriegt er mehr Spielpraxis. Deshalb muss ich ihn mehr zum Spielen bringen. Auch. Du weißt, ja, okay. Dass du auch nur du mit... Carsten. Entschuldige, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Warte kurz. Wir müssen aufpassen. Wir müssen uns ausreden lassen, sonst verstehen wir uns nicht. Ah ja, okay. Okay? Jetzt erzähl, was du meinst. Erzähl, was du meinst, gemeint hast. Ich habe dich ausreden lassen. Nein, ich habe jetzt fertig geredet. Jungs, ihr macht eine super Sendung. Ich freue mich, dass ich da dabei bin. Also, wir sind froh, dass wir dich haben. Ich lasse dich jetzt nicht ausreden. Wir sind froh, dass du da bist. Mit deiner... Brutal, gell? Ich habe auch bald eine, leck mich am Arsch. Ja. Carsten, pass auf. Der zweitwichtigste Punkt einer Mannschaft ist die Mannschaftsstruktur. Also quasi die Mischung aus Kreativ, Führung und Mannschaft. Wer kann anführen? Das sind meistens die Alten, die schon was erlebt haben. Die Jungen müssen ihre Fehler erstmal noch machen. Wenn du aber zu viele von denen auf dem Platz hast, siehe Schalke, die können so gut sein, wie sie wollen, aber sie wissen nicht, was zu tun ist. Deswegen steht Schalke da unten. Ja, aber ich höre euch beiden raus, Boateng, Müller, Hummels, die sind noch besser als die Jungen, die sollten natürlich spielen. Ja, natürlich, aber die Frage ist doch, die große Frage ist doch, muss Jogi die zurückholen? Können die drei das wirklich, sind sie die Heilsbringer? Das weiß niemand, aber so wie ich den Jogi kenne, und der Jogi ist keiner, der jetzt einen Rückwärtssalto macht, ist es so, dass er sagt, Leute, okay, dann feuert mich, aber ich ziehe das jetzt durch, was ich begonnen habe. Und die Öffentlichkeit wünscht sich das natürlich. Auch die Medien und wer auch immer, die Menschen, die sollen zurückkommen. Würde das was ändern? Seid ihr sicher? Ich bin mir nicht sicher. Und der Jogi wird oder ersetzt seinen Job aufs Spiel, weil er sagt, ich ziehe meine Linie durch. Das muss man akzeptieren. DFB-Thema abgeschlossen. Ist es für dich abgeschlossen? Ja, sind wir froh. Fürs Erste. Danke. Warte mal ganz kurz, ich habe eine Frage an Carsten. Oh. Ja. An den Podcast. Anne. Wie viele Länderspiele hast du? 33. Ha! Du hast mehr, ne? Drei. Was? Drei mehr. Oh. Ja, immerhin. Ja. Ich hab wenig, also, aber... Na, noch einmal, du hattest natürlich auch gewisse Entscheidungen. Du wolltest ja dann auch nicht mit zur WM. Da wurdest du noch gefragt und du hattest auch ein paar Verletzungen. Also noch einmal. DFB und ich, das ist eine eigene Geschichte. Das wird nie funktionieren. Niemals. Und 36 Spiele ist okay, aber wenn ich mir überlege, was weiß ich, Carsten, mit unseren Fähigkeiten
Arne Friedrich hat, glaube ich, 90 gemacht oder was auch immer. So, ja, du lachst jetzt, aber... Aber bei mir hat einfach die Leistung, also ich muss so ehrlich sein, bei mir hat die Leistung nicht mehr gestimmt. Ich war Nationalspieler, dann hatte ich das letzte Jahr bei Bayern das schwierige Jahr, wo ich in der Bundesliga nicht getroffen habe, sondern nur im Pokal mit Verletzungen. Dann der Wechsel nach Italien, wo ich überhaupt nicht funktioniert und meine schlimmste Entscheidung war, nach Italien zu gehen, weil das einfach nicht zu meinem Fußball gepasst hat. Und dann ging es bergab. Also deshalb, ich hatte trotzdem eine schöne Zeit, aber mit anderen Entscheidungen wäre es vielleicht mehr drin gewesen. Das ist halt wieder dieser Gedanke, mehr. Weil ich denke, dass der Scholli hat eine sehr überragende Zeit gehabt mit Erfolgen und, glaube ich, 7 oder 8 deutschen Meistertitel, UEFA-Cup-Sieger, Champions League-Europameister. Ich habe auch Erfolge gehabt, aber ich weiß, dass mehr drin gewesen wäre. Ja, okay, von mir aus. Quält dich das? Nein. Wie bitte? Quält dich das? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Eben, genau. Wir können, Carsten, du musst es, ich sag's auch immer zu meinem Sohn, der jetzt in Österreich spielt, in Horn, ja. Sage ich, okay, wir sagen jetzt, das ganz große Ding ist es jetzt nicht geworden, aber du gehörst immer noch zu den 10.000 besten Fußballprofis auf der Welt. So, und wenn wir jetzt überlegen, ja, wir haben zu den besten 300 dieser Zeit gehört, was das ist, dann ist auch wurscht, ob du nur 33 oder ich nur 36 Länderspiele haben, sondern was wir erleben durften, Halleluja. Schöne Zeit. Und fürs Protokoll, Berti Voza zweimal Fehlentscheidungen getroffen. Das lassen wir jetzt so stehen. Das habe ich jetzt gesagt. Berti Voza, den kenne ich nicht. Ja, deswegen machen wir auch gleich weiter. Warte kurz. Carsten, war das, den du Gott sei Dank beschimpft hast? Ja, gut, dann machen wir weiter. Freigespielt, die Doku von dir, in der Doku von dir freigespielt hat Sportreporter Legende Waldemar Hartmann gesagt, oder hat dich zitiert, die Frage kann ich dir nicht beantworten, wie es im Fußballzirkus halt ausschaut, aber alles andere ist scheiße. Sorry, tut mir leid. Wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst und ihr beide auf den Fußball und auf eure Karriere, auf eure Zeit beim Bayern, in der Nationalmannschaft generell, auf alles, was ihr erlebt habt. Ja. Hast du da noch irgendwie auch ein schlechtes Gefühl? Weil die... Überhaupt gar nichts. Also weder mit der Fernsehkarriere noch mit dem Fußball. Da gibt es überhaupt keinen Grund, da irgendwas Negatives zu sehen. Ich wollte dir nur nochmal mein Verhältnis zur Presse ganz kurz erklären. Gab es ja auch viele Vorfälle und viele Unwahrheiten. Und es ist ja am Ende der Nahrungskette der Berufe. Steht, früher war es Politesse, Polizist, Streifenpolizist. Polizist. Und jetzt ist es nicht recherchierender Online-Redakteur. Ist bei mir ganz unten. Ganz einfache Geschichte. Ich war bei der EM in Frankreich, in Paris, und mir sind die Bomben um die Ohren geflogen. Medial. Aufschrei, ein Redakteur hat geschrieben, der Scholl verdient 1,6 Millionen Euro von den Fernsehgeldern, die wir alle zahlen. Ja, und was machst du denn da? Das war völlig verkehrt und falsch. Und der gleiche Journalist schreibt 4 Wochen später, wir haben uns getäuscht, beim Scholl haben wir übersehen, ist ein 3-Jahres-Vertrag. Jetzt sind wir schon bei 500. Und der gleiche Journalist schreibt, als ich aufhöre beim Fernsehen, Scholl verzichtet auf geschätzte 200.000 Euro im Jahr. So, und da ist in mir das Bewusstsein entstanden, sucht's euch raus, ihr könnt mich mal. Ich mache weiter, was ich will, und die Menschen sind alle lieb mit mir, die sind alle nett mit mir, ich bin auch nett mit den Menschen. Und wenn ich dann so einen versoffenen Online-Redakteur sehe, ja, ich google die ja auch mal, um zu gucken, wer da was schreibt, dann denke ich, Junge, du hast wesentlich größere Themen am Start im Leben als ich. Wenn es dir besser geht, dass du mich beleidigst und beschimpfst oder verunglimpfst, dann mach. Ja, die Internet-Trolls, die gibt's leider. Dagegen kann man nur schwer was machen. Aber denen sollte man auch nicht so viel Beachtung schenken. Was mich aber jetzt interessiert, du warst Teenie-Schwarm, du warst in einer Bravo... Bitte? Bin ich immer noch. Bist du immer noch, nur sind die jetzt 60 plus, hast du mal gesagt. Stimmt, ja. Ich kann jeder über 70, ja. Oder schon 70. Aber... Du hast dann irgendwann für dich entdeckt, hey, du wirst da
unbewusst reingedrängt. Du hast dann halt, weil du ein lieber Kerl bist, diese Interviews alle gegeben. Carsten schüttelt. Und hast dich unbewusst und ungewollt da reinbegeben und warst dann halt einfach Bravo-Star, Teenie-Star. Und hast dann irgendwann für dich entschieden, du willst nicht, das magst du einfach nicht, hast die Presse dann gemieden. Und deswegen, glaube ich, hast du jetzt auch noch immer diesen Ruf, ja, dass du einfach ein eigener Kerl bist, dass du für dich selbst einstehst und sagst, das willst du nicht. Ob du dem Fußball treu bleibst, wissen wir auch alle nicht, weil du willst mit dem Zirkus wenig zu tun haben. Stimmt das so oder rede ich da Blödsinn wie der Online-Redakteur? Nein, Kevin, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist nur so, ich war wahnsinnig naiv. Ich habe das auch gar nicht kapiert, was da für eine Maschinerie in Gang gekommen ist. Und habe halt dann irgendwann, als ich eine Woche Bild-Zeitung Seite 1 war, mit meiner Ehegeschichte, mit Eskapaden und so, und da habe ich beschlossen, ist es das, was ich will, dass die Menschen beim Essen zu mir kommen und sagen, es ist schon spät, Herr Scholl, gehen Sie mal ins Bett. Das haben wir alles mitgemacht und mittlerweile, ganz ehrlich, nochmal, was online passiert oder was die Redakteure sich ausdenken oder was, es ist völlig egal geworden. Es ist völlig egal geworden. Aber als dieses Teenie-Ding gestartet hat, das habe ich völlig unterschätzt. Völlig. Es war halt so. Ich habe mich aber auch nie selber so gesehen. Natürlich, ich bin ein geiler Typ, das weiß ich selber. Wir sind alle. halten wir von uns allen genau das Gleiche. Genau, gestern war ich eitel, heute weiß ich, dass ich gut aussehe. Nein, nochmal, ich glaube, dass auch der Carsten, der wird nicht zurückschauen und sagen, wir hatten irgendwie ein schweres Leben, glaube ich nicht. Nein. Also wir hatten ein hartes Leben, ja. Also viele Entbehrungen, viel Vollgas, aber wir haben noch kein schweres Leben. Sind wir übers Mittelmeer geflüchtet hier? Nein, auf um Gottes Willen. Aber ich habe auch die Frage vielleicht anders falsch gestellt im Sinne von, gibt es etwas, was du einfach den Jungen sagen kannst, den jungen Talenten, die jetzt zuhören und zusehen, was das Schlimmste war an dieser Fußballkarriere? Waren es die Medien? Gar nichts. Gar nichts. Also die Kraftanstrengung war groß. Das Wichtigste ist, dass ihr mit Freude bei der Sache seid und eifrig seid, fleißig seid. Mehr als die anderen. Und je mehr Talent, desto fleißiger musst du sein. Das ist das Einzige, was ich denen mitgebe. Das klingt nach einem Carsten. Ja, das ist zum Teil. Er hat ja recht. Wir haben das ja miterlebt. Und du musst wieder aufstehen. Noch einmal. Niederlagen akzeptieren, die negative Energie nehmen und in positive. Es ist manchmal schwer. Und du weißt dann, vielleicht läuft jetzt alles gegen dich, aber du musst immer wieder aufstehen. Jetzt wird's weiser. Winston Churchill sagte eins, Erfolg ist die Fähigkeit, vom einen Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne dabei die Begeisterung zu verlieren. Wow, oder? Wow. Das passiert, wenn man liest. Der Carsten hat völlig richtig auch den richtigen Aspekt auch genannt. Den habe ich jetzt gar nicht genannt vorher auch, was du jetzt gerade gesagt hast. Man muss, und das gilt nicht nur für den Fußball, im Leben kriegt man Watschen. Immer wieder. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du fängst nochmal neu an und machst, oder du heulst und schreist nach Mama. So. Und das sind wir nicht. Es gibt drei Möglichkeiten. Ja. Was? Du kannst ja auch heulen und nach Mama schreien und dann kapieren, dass du wieder aufstehen musst. Okay. Man kann sich ja auch manchmal ein bisschen suhlen und sagen, das ist scheiße, aber das ist halt dann wirklich... Nein, aber das haben... So, jetzt gibt es aber suhlen... Im Sinne von, mein Leben ist im Eimer, oder man sagt, so, jetzt habe ich mich genug gesuhlt, jetzt geht's weiter. Ja. Und bei das dir, sind wir. Ich glaube, bei dir hat das 2 Sekunden gedauert, weil diese Aussage kenne ich nach dem Champions League-Finale gegen Valencia mit deinem verschossenen Elfmeter. Wo du eine Sekunde lang dastehst und denkst, Mist, ich habe gerade einen Elfer verschossen. In der nächsten Sekunde rennst du los und holst den Ball zum Eckball. Aber pass auf. Er hat Angst vor dem Effe gehabt, dass er ihm eine reinhaut. Ja. Deshalb ist er weggelaufen. Aber auch hier, Carsten ist reingekommen und hat das Ding gedreht. Und ich war nicht mehr fähig, das zu drehen. Ich hab, Knöchel war kaputt. Und ich hab gesagt, es gibt nur 2 Möglichkeiten jetzt nach dem Elfmeter. Nach Mama rufen, Mama anrufen und sagen, mir geht's so schlecht. Oder laufen, bis der Arzt kommt. Ich habe bis zur, mit Knöchel, Bänderrissen, bis zur 100... Ich glaube, 15. Minute gespielt.
Carsten war super, als er reinkam. Und wir haben das Ding gewonnen. Und ich kann mich erinnern, in der Halbzeitpause kam der Ottmar zu mir von der Verlängerung, von der ersten. Hat er gesagt, guck mich so an, wie er halt ist. Geil, der war geil. Sagte, du willst nicht nochmal schießen, oder? Er wusste schon, worauf es hinausläuft. Und, genau. Und ich so, muss ich? hat er gesagt, nee, jetzt mal, Freund, jetzt spielst du noch 5 Minuten, dann bringe ich Paulo Sergio, sicherer Elfmeterschütze, und dann bist du raus aus der Nummer und alles. Und ich so, okay, was passiert? Paulo Sergio schießt den ersten Elfmeter, 5 Meter übers Tor. Und da habe ich nur zum Ottmar gesagt nach dem Spiel, das hätte ich auch geschafft. So, Mehmet, wir kommen zu einem Abschluss, zum Abschlussthema. Weil wir ja. haben eh schon dich genug geärgert an diesem Tag. Frauen, Humor, Musik, nee, was haben wir? Auf jeden Fall Musik, weil ich als Radiomoderator bin gleich mal darauf gestoßen, dass du, ich meine, deine Doku heißt ja auch freigespielt, Spiel, Blick übers Spiel hinaus. Ja. Und das beschreibt auch diesen Podcast perfekt, weil wir auch übers Spiel hinausschauen wollen. Und wenn ich als Radiomoderator lese, dass du nicht nur einer der besten Fußballer der Welt warst, dein aktueller Marktwert übrigens am Transfermarkt wäre 80 Millionen Euro, nur dass du Bescheid weißt. Also das ist schon eine fette Summe. Aber darum soll es nicht gehen, ist dir auch wurscht. Ja. Du bist nicht nur genialer Fußballer, du bist genialer Kegler, wissen wir mittlerweile. Aber vor genialer allem... Koch. Genialer Koch? Ja, Koch hat er jetzt Nein, gesagt, was zweite nicht Liga. Nicht mehr, seit gestern nicht mehr. Ja. Aber vor allem bist du Geschäftsführer einer Plattenfirma. Radiomoderator. Ja. Ich besitze auch eine, wie du sagst, eine Radiosendung und ich stelle mit meinem Kollegen, der heißt Achim 60 Bogdan, 60 im Namen, und eine Radiosendung zusammen mit Bands, die ihr alle nicht hört. Also Indie Alternativ hat sich nichts verändert, Carsten, du kennst es noch. Carsten hat auch immer gesagt, damals im Bus, wenn ich eine CD gemacht habe, mach den Schrott vom Scholl raus, also alles gut, alles noch beim Alten, und es gibt einfach Bands, für die ich mich interessiere, die wirklich keine breite Masse finden und auch nicht finden werden, aber ich stelle die vor. Gestern übrigens haben wir die aufgenommen, und in der Sendung geht es um das einmal im Monat, jeden ersten Sonntag im Monat auf Bayern 2, Mehmet Scholl-Platten. Deswegen musste ich so lachen, als du gesagt hast, Podcasten, auch ein geiles Wortspiel, überragend. Ja, ja, ist überragend. Und ich stelle Bands vor. Und wir reden dann über Fußballmusik, Liebe, was, so. Wir haben nämlich den gleichen Musikgeschmack, wir stehen beide eher auf schwere Musik, auf langsamere Musik. Riesenfan. Ich bin vorhin Carstens Spotify-Playlist durchgegangen. Nein, sag's nicht, komm. Er ist ein Embryo, sag. Nein, ich war verwundert. Das fand ich sehr spannend, die Playlist, weil da war alles mit dabei. Da war alles mit dabei. Und wenn ich meine alles, dann... Heißt Les Miserables Musical, heißt Depeche Mode, heißt Scooter, also wirklich quer durch die Bank. Carsten, leg dich fest, komm. Nein, das stimmt schon. Ich bin nicht so der Typ, der sich jetzt hinsetzt und die Musik rein. Also das war so eine Playlist, mit der ich joggen gehe. Okay, jetzt merkst du, der eine Band... Das höre ich im Moment rauf und runter, dieses Lied. The DMAs, also DMAs, mit Silver. Und das hörst du mal laut. Laut aufs Ohr und... Schreib es mir bitte per WhatsApp, weil ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie es geschrieben wird. Ja, aber ich habe ja deine Nummer gar nicht. Ich glaube, der Kevin hat sich das jetzt gut gemerkt. Stimmt? Auf jeden Fall. Ich schaue mir die Wiederholung dann nochmal an, die Aufnahme. DMAs mit Silver. Hätte ich auch so gesagt. Ich habe mal eine Frage an dich. Du warst eigentlich aus dieser Kaffeegeschichte. Kannst du dich noch erinnern an die kalte Kaffeegeschichte? Ja, ja. Da warst du ja. Läuft das noch? Es war ja super eigentlich. Und die haben sich aber vergaloppiert. Die haben dann irgendwann angefangen, aus diesem Produkt das wegzulassen, so wie es geschmeckt hat. Und haben dann selber in Eigenregie Vanillekaffee und. So, und dann ist kaputt gegangen. Ist das nur zur Erklärung für die Zuschauer? Ja. Das war zu einer Zeit, da gab es kalten Kaffee. Ich glaube, die waren die Ersten, die das auf den Markt gebracht haben. Eiskaffee. Kalter Kaffee, kein Eiskaffee, kalter Kaffee. Was du jetzt überall in den Theken siehst. Ja.
Und der hat geil geschmeckt. Und Jolly hat sich, glaube ich, beteiligt oder so und hat uns auch den Kaffee in den Bus gebracht. Ja. Und das war eigentlich mit einer der ersten Firmen, die den kalten Kaffee... Und ich wollte fragen, was daraus geworden ist. Das ist so eine Geschichte, weil eigentlich der kalte Kaffee total in ist. Weil ich trinke den absolut gerne. Ja. Und die damals die ersten waren. Da habe ich diesen Ausschnitt bei Harald Schmidt gesehen. Da hast du nämlich ihm einen kalten Kaffee eben gegeben. Da hat er gesagt, das ist jetzt natürlich ohne Bezahlung. War ein super Produkt. Ja. Das soll es gewesen sein. Wir haben, erstens möchte ich danke sagen, dass du dir so lange Zeit genommen hast für uns, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ich sage auch danke. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Radiosendung, mit deiner Analyseshow bei Sportbild. Hoffentlich sehen wir dich auch noch mal auf der Seitenlinie als Trainer, vielleicht noch mal als Experte woanders. Wir wünschen dir alles Glück der Welt. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und danke, dass du bei My Podcasten warst. Yes, also, danke Carsten, hat super Spaß gemacht. Ja. Danke Kevin, danke Carsten. Tafelspitz. Carsten, es bleibt dabei. Also bleib so, wie ich bin. Ja, 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 klar. Ja. Und warte mal kurz. Und wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Okay. Ja, 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 klar. Jolly. Stimmt es, dass du ihn immer Locke genannt hast? Ja. Ja, weil der ich hätte ihn so gern mit Locke mal gesehen. Der hat, wenn er wirklich, wenn die Haare kommen, dann kriegt er so ganz so. Was ist denn das? Mini-Pli oder was? Na, Schneckel. Paul Breitner Gedächtnis-Look. Schneckel. Aber eine leere Scheune braucht kein Dach. Also, das soll es gewesen sein. Jolly, danke. Vielen Dank. Wahnsinn. Zeit verrannt. Erstens das, wahnsinns cooler Typ. Ja. Machen wir schon zwei? Ein kleiner. Ich wollte auch ein bisschen Mehmet Scholl Sprücheklopfer wollte ich mal ausprobieren. Wahnsinnig cooler Typ, muss Spaß gemacht haben in der Kabine mit dem. Ja, er war nicht nur Sprücheklopfer, sondern es war wirklich ein Spieler, mit dem du gerne zusammengespielt hast, weil er halt manchmal Aktionen drauf gehabt hat, an die du nicht gedacht hast. Und manchmal ist halt wieder einfach, also wir haben voneinander profitiert und wir haben uns auch nichts geschenkt im Training. Und einer, der, wie man merkt, noch immer für den Fußball brennt und diese Euphorie noch immer hat in sich. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das verlierst du ja nicht einfach. Du kannst nicht, keine Ahnung, über 20 Jahre dein Hobby zum Beruf machen und dann sagen, boah, mich hat es nicht interessiert. Das nicht, aber ich fand es dann trotzdem spannend, weil vor der Recherche dachte ich, ja, Mehmet Scholl, der lockerste Typ und Sprücheklopfer. Und nach der Recherche dachte ich mir, der hat sich auch ein bisschen zurückgezogen und der wollte das gar nicht und mit Fußball wollte er auch nichts zu tun haben. Die Meinung hat sich heute wieder geändert, finde ich. Ist doch schön, dass er deine Meinung geändert hat. Auch meine Meinung. Ja, deine, davon rede ich ja. Voll. Die nächste Folge wird nicht minder spannend. Wir wissen mittlerweile, dass du was mit den Füßen kannst. Ob du was mit den Händen auch kannst, wird sich in der nächsten Folge zeigen. Den Ball aufpumpen kann ich mit beiden Händen. Gut, du kannst ihn halten. Aber das Thema wird für mich sehr spannend, weil ich da überhaupt keinen Plan habe. Ja. Wir werden es rausfinden. Bis dahin, bitte stellt uns wieder Fragen, kommentiert mit, ob über Instagram, YouTube oder mypodcasten.com. Wir sind angewiesen auf eure Fragen da draußen. Auf jeden Fall. Und dass ihr uns zuschaut. Ja, mypodcasten, schaltet ein. Wir wünschen euch eine coole Zeit. Ja, viel, viel Spaß. Und nochmal, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Stimmt das? Ja, weil ich habe gerade überlegt, das ist nicht Take 1 Intro, aber Take 2, weil die Take 1 war... Okay. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Ich habe sie vergessen. Ah! Ja? Ich habe keine Zettel. Du brauchst nur einen Chair, ja. Wie heißt der Name des Stuhls? Nochmal, ich habe eine Frage an dich. Hallo Jolly, herzlich willkommen. Schon wieder? Ja. Das machst du doch absichtlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Carsten das wusste. Ha 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 ha.